So, meine lieben Damen und Herren, sehr geehrte Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe Gäste, wir begrüßen Sie ganz herzlich zum TUM Junge Akademie Talk hier im Senatssaal der TUM. Das Thema vom heutigen Abend, wie Sie alle wissen, ist Digitalisierung in Zeiten der Pandemie, Fazit nach Jahr 1. Dennis und ich sind für heute Ihre Moderatoren und freuen uns darauf, Sie durch den Abend führen zu dürfen. Wir wollen uns zuerst ganz kurz vorstellen. Dennis hat Maschinenwesen und Luft- und Raumfahrt an der TUM studiert und promoviert aktuell zu dem Thema, wie man numerische Methoden am besten mit maschinellem Lernen kombinieren kann. Genau, außerdem ist er im TUM Junge Akademie-Team Excellence tätig, das sich mit den sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen von Social-Media-Konsum beschäftigt. Ja, vielen Dank, Annalena. Annalena befindet sich im Master Health Science an der TUM. Sie hat sich dabei speziell auf mentale Erkrankungen und die Prävention dieser fokussiert. In der TUM Jungen Akademie ist sie im Team Exhibition Fish und setzt sich mit dem Thema des menschlichen Verhaltens bei der Datensicherheit auseinander. Datensicherheit ist das richtige Stichwort. Wir wollen uns heute Abend mit der Digitalisierung beschäftigen, konkret der Digitalisierung in Zeiten von Corona. Zum einen wollen wir den Stand der Digitalisierung bei uns an der TU München, aber auch im Freistaat und in Deutschland erörtern. Zum anderen schauen, was die Corona-Pandemie bei der Digitalisierung getan hat. Wir haben zwei hochkarätige Gäste bei uns heute Abend. Das ist zum einen die bayerische Staatsministerin für Digitales, Frau Judith Gerlach. Sie kann uns natürlich einen ganz einzigartigen Einblick in die Herausforderungen und Potenziale der Digitalisierung geben. Wie Sie vielleicht sehen, wie ihr vielleicht seht, ist Frau Ministerin noch verhindert. Wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich zu uns kommen kann. Wir freuen uns aber auf ihre wertvollen Einblicke. Zum anderen darf ich den geschäftsführenden Vizepräsidenten für IT-Systeme und Dienstleistungen der TUM ganz herzlich bei uns begrüßen, Herrn Dr. Hans Pongratz. Ja, Herr Dr. Pongratz, wir freuen uns, von Ihnen mehr über die digitale Lehre an unserer Universität, aber auch generell über das Thema Digitalisierung im universitären Kontext zu erfahren. Schön, dass Sie hier sind. Ganz herzlich willkommen. Ja, noch ein kurzer Hinweis an die Studierenden, die zuschauen, an alle Gäste. Wir haben ein Tweetback-System am Laufen, bei dem Fragen gestellt werden können, sodass wir diese in die Diskussion einfließen lassen können. Genau, dann bevor wir thematisch tiefer einsteigen, wollten wir uns erstmal über die Grundbegriffe klar werden. Also Digitalisierung ist ja ein Begriff, der sehr oft rumgeschmissen wird, aber vielleicht nicht für jeden sofort definierbar ist. Herr Dr. Pongratz, wie würden Sie denn Digitalisierung für sich definieren? Also für mich persönlich ist das eine gute Frage. Ich glaube, ich würde es versuchen, vor allem im Kontext. Also wenn man geschichtlich in die Vergangenheit schaut, ist es ja oft so, dass nur der Übergang von analog in digital damit übersetzt wird, sage ich mal. Also praktisch von, ich habe ein Stück Papier und habe da was draufstehen, eben in Nullen und Einsen, damit ich es digital eben im Computer verarbeiten kann. Und inzwischen wird aber auch ein echter Transformationsprozess damit gleichgesetzt. Das heißt eben, ich ändere vielleicht die Arbeitsabläufe. Ich ändere meine Kultur hinsichtlich zum Beispiel Vorgehensmodellen. Das heißt, ich gehe weg von sogenannten Wasserfallmodellen oder praktisch eben auch großen Beschreibungen von IT-technischen Aufgaben hin zu eher Rapid Prototyping, wie man es nennt, also schnellen Entwürfen, die dann auch eine gewisse Fehlerkultur mit sich bringen. Das heißt, ich darf auch Fehler machen und steuere dann schnell nach. Nehmen wir Tesla. Die haben schon mal ein Auto auf die Straße gesetzt und dann schrauben sie halt noch ein bisschen dran rum. Ich überspitze jetzt. Aber sie können mit Software ganz viele Updates fahren, was bei uns in Deutschland mit unserem, wenn sie jetzt ein BMW oder ein Audi nehmen, undenkbar wäre. Also das muss qualitätsgesichert sein und 150% Proof und dann darf es erst auf die Straße. Aber das sind eben, sage ich mal, neue Varianten, mit denen wir damit umgehen. Und in der Wissenschaft wird es inzwischen auch sogar von der Digitalität gesprochen, wo man auch versucht, noch einen Ortsbezug damit reinzuziehen, um zu sagen, es geht eben nicht nur um diesen Prozess, dorthin zu kommen, sondern auch dort zu sein. Praktisch im Kontext, wie mache ich digital und eben analog echtes Leben? Und wenn wir uns jetzt den Corona-Bezug uns anschauen, ist ja ganz spannend. Also digitale Lehre auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht. Ich sitze teilweise also mehr als 8 bis 10 Stunden am Tag vor dem Rechner, vor der Blackbox, eben jetzt heute leider auch kein Publikum da, was es ein bisschen schwieriger macht. Und wenn man dann eben, ich habe jetzt letztes Semester auch wieder 2 Seminare gehalten, auch sich mit den Studierenden unterhält, ist es ja schon immer ganz interessant, in welchem Kontext die es machen. Das ist ja nicht dann toller Arbeitsplatz, super ausgestattet, sondern mit Geschwistern, mit Eltern, mit Familie außenrum, mit schlechter Internetanbindung, vielleicht mit technischen Problemen und vor allem auch Schicksalen. Also im Sinne von Job, ja, nein, vielleicht auch eben irgendwie Krankheiten oder anderen Punkten. Und das dürfen wir alles nicht vergessen. Also es hört sich so einfach an, digital alles wunderbar und das ist auch beim besten Willen nicht.
Ja. Zwischenfragen vielleicht, weil da haben wir Fragen, die ganz gut zu passen. Genau, also wie Sie schon gesagt haben, es gibt ja auch ganz viele negative gesundheitliche Auswirkungen davon, dass man den ganzen Tag vorm PC sitzt, wie Sie auch gesagt haben, vor allem für Studenten, ist ja oft eine Einzimmerwohnung, wo man halt dann wirklich den Großteil vom Tag vorm PC irgendwie verbringt. Jetzt durch Corona ist man ja auch am PC sozial. Wie sehen Sie das, also wie kann man denn so da die gesundheitlichen Probleme ein bisschen vorbeugen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Ich bin jetzt kein Mediziner. Meine Eltern, wenn die Mediziner, die sagen eigentlich immer, man braucht genug Bewegung. Und also wir haben einen Hund noch daheim oder auch, ich habe mir zum Ziel gesetzt, am Tag im Schnitt ungefähr 10.000 Schritte zu gehen. Das heißt ungefähr 1,5 Stunden an der hoffentlich frischen Luft draußen. Die Tageszeiten sind etwas, meistens ist es eher nachts, aber trotzdem, ich versuche auch bei dem Wetter jetzt vorhin hier auch mal ein bisschen zu Fuß unterwegs zu sein und das kann man jedem nur raten. Also es erfreut das Gemüt, es erfreut einen auch andere Menschen zu sehen, auch wenn man den engen Kontakt irgendwie nicht so eng natürlich klar durchführen kann, aber einfach dieses Rausgehen in die Natur. Wir hatten mal die Schneephase, die auch toll abgelenkt hat. Also ich glaube, da an so kleinen Sachen sich wieder zu erfreuen. Und sonst natürlich auch selber sich einen sinnvollen Rhythmus zu überlegen. Mhm. Also in den Schulen gibt es jetzt eben jetzt in der zweiten Lockdown-Phase durchaus dieses um 8 fängt der Unterricht an. Das heißt, ich muss in der Früh aufstehen, ich muss mich anziehen, ich muss mich und so weiter herrichten, was ja schon mal ganz gut ist, auch fürs Gemüt. Und dann aber natürlich auch wieder Pausen wie in der Schulzeit. Also nach drei Schulstunden gibt es dann die erste Pause, nach weiteren Schulstunden gibt es die zweite Pause und so weiter. Und ich glaube, sowas müssen wir uns auch antrainieren, weil der größte Fehler ist, den man machen kann, da ist noch ein Stückchen frei im Kalender und da legen wir auch noch eine Videokonferenz rein. Ja. Und wir haben eben nicht mehr diese Transitzeiten, also Sie müssen nicht mehr von A nach B gehen, die Sie auch oft zur Erholung genutzt haben oder auf andere Gedanken zu kommen, um sich mal was zu essen zu holen. Also wenn Sie überlegen, Sie haben eine Vorlesung hier am Stammgelände und fahren dann raus nach Garching, stört einige, andere genießen es aber auch, weil sie mit anderen Freundinnen und Freunden reden können, weil sie eben was essen können. Sie können die Zeit auch teilweise nutzen und jetzt haben sie die Zeit oft gar nicht mehr. Ja. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, wo wir vernünftig sein müssen und deswegen auch der Aufruf an alle, auch Hilfe zu suchen. Also im Sinne von, wenn man das Gefühl hat, man wird depressiv, man fühlt sich schlecht, man weiß eigentlich gar nicht, warum man aufsteht. Also wir haben vom Studentenwerk ganz tolle Angebote, wir haben auch von der TUM verschiedene Angebote. Also da bitte einfach melden und den Kontakt suchen, auch zu Kommilitonen und Kommilitonen. Ja, Sie haben vorhin schon den Begriff der Digitalisierung erläutert. Das ist ein unglaublich facettenreicher Begriff. Durchaus interessant, dass es auch bis hin zur, sag ich mal, Digitalisierung als gesellschaftlichen Prozess, auch im industriellen Prozess reicht. Schauen wir uns einfach mal den Stand der Digitalisierung an der TUM an. Um die Einflüsse der Corona-Pandemie bestmöglich herauszuarbeiten, gehen wir am besten noch mal einen Schritt zurück, vor genau einem Jahr, mehr oder weniger. Wie sah denn der Stand der TU München in Sachen Digitalisierung vor der Pandemie aus? Also ich bin jetzt erst im 10. Jahr, da darf ich natürlich jetzt nicht sagen, es war alles schlecht und das war es ja auch nicht. Also ich glaube, wir müssen uns in Deutschland vor anderen Hochschulen beim besten wenig verstecken, aber das müssen auch Sie beurteilen als Studentinnen und Studenten. Wir haben schon relativ viel im digitalen Angebot, können aber natürlich noch mehr haben. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben sowas wie TUM Online, wo wir zumindest den Studienplan drin haben, die Bewerbungsunterlagen, und verschiedene andere Prozesse digital abgewickelt. Was wir noch nicht haben, was da jetzt auffällt, zum Beispiel die Anmeldung zur Bachelorarbeit oder Masterarbeit oder auch die Abgabe. Da sind wir dran, aber da haben wir auch noch rechtliche Herausforderungen. Wir haben es jetzt wirklich geschafft, auch in Unterstützung mit unserem Wissenschaftsministerium und auch anderen Stellen in Bayern, das digitale Prüfen zu legalisieren, was ein toller Fortschritt ist aus meiner Sicht. Auch wenn man natürlich überlegen muss, ob die klassische Klausur, die man im Hörsaal hatte, noch das richtige Format ist. Also wenn man sich die theoretische Führerscheinprüfung anschaut, da werden auch kleine Videos eingeblendet und kleine Abläufe. Das machen wir alles noch nicht. Ja. Und das ist aus meiner Sicht noch ein Riesenpotenzial, wo wir einfach dran arbeiten müssen. Aber wir haben den Riesenvorteil, dass wir auf einem gesunden Fundament aus meiner Sicht, aber gerne bitte auch widersprechen, aufsetzen konnten. Wir hatten Moodle auch schon seit über 10 Jahren etabliert, als zentrale Lernplattform, und konnten da dann wirklich ansetzen und weitere Inhalte anreichern. Wir haben es jetzt geschafft gehabt, über 500 sogenannten E-Scouts, das sind praktisch studentische Hilfskräfte, auch die Dozierenden zu unterstützen bei der Erstellung und bei der Pflege von Material. Natürlich ist die Vielfalt auch in der Professorenschaft und in der Schaft, sage ich mal, der wissenschaftlichen Mitarbeiter sehr groß. Also die Extreme reichen von, schaut doch in meinem Buch nach, das gibt es online in der Bibliothek, bis zu eben wirklich, die da tolle Sachen erstellt haben, kurze Videos, die dann auch wieder Diskussionen geführt haben und nicht eben 90 Minuten als Video zur Verfügung gestellt haben, sondern wirklich diese Learning Nuggets, um die es jetzt geht. Kleine Elemente, einen Gedanken ausgeführt, den dann vertiefend mit den Studierenden und dadurch einen Mehrwert erzeugen. Und ich glaube, da sind wir gut aufgestellt, wo wir momentan noch dran arbeiten, und das ist auch Teil unseres Zukunftskonzepts im Bereich der digitalen Verwaltung. Also praktisch, dass wir die Verwaltungsabläufe weiter digitalisieren. Im studentischen Leben ist es eben sowas wie meinetwegen BAföG-Antrag oder gewisse andere Sachen, die man da braucht. Bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeitern ist sowas wie die Anstellungsverfahren oder auch für studentische Hilfskräfte. Das ist gerade ein Leuchtturmprojekt, was wir haben,
die digitale Studierendenhilfskraftakte, wo es wirklich darum geht, dass man sich dann als Hiwi, sage ich mal, über virtuelle Wege anstellen kann. Und das, also angestellt werden kann natürlich mit den so rum. Und dann gibt es weiter Dienstreiseabrechnung, verschiedene andere Sachen. Also da sind wir dran. Teilweise sind wir natürlich auch abhängig von, eben können ja nachher dann hoffentlich auch Staatsministerin Gerlach weiter ausführen, eben von gewissen anderen Rahmenbedingungen. Wir sind ja auch nur eine, sage ich mal, öffentliche Institution im Freistaat Bayern und hängen natürlich am Freistaat Bayern. Wir hängen an der Bundesrepublik Deutschland, was auch gut so ist. Aber trotzdem müssen wir natürlich gucken, dass die Verwaltungsabläufe ineinander greifen. Da tut sich aber gerade auch ganz, ganz viel, auch unter Ihrer Ägide. Daher freut es mich auch, dass sie nachher immer noch dazustoßen wird. Und ich glaube, wir müssen einfach am Ball bleiben. Wir müssen aber auch uns bewusst machen, ein schlechter analoger Prozess wird digital nicht besser. Wir müssen die Prozesse oft neu denken und wir müssen auch über die Fachabteilung hinweg denken. Das heißt, oft hat man ja klassisch nach Montjolin, wie hier so, sage ich mal, vor 150 Jahren die Verwaltung auch eingeführt wurde in Bayern, dieses Zuständigkeitsdenken. Also praktisch, ich habe Fachabteilung und die macht eben dieses eine, diesen Kernprozess, einen Kernprozess und den dafür top. Jetzt bei der Digitalisierung geht es aber oft darum, ich möchte eigentlich alles haben. Also ich möchte praktisch, wie bei einer großen Einkaufsplattform, die jeder kennt, die mit A beginnt, zum Beispiel schon mein Konto hinterlegt haben und One-Click-Buy und dann wird es nach Hause geliefert und ich kriege automatisch das Tracking, wann der Paketdienstleister kommt und ich kriege noch coole Vorschläge, was ich sonst noch brauchen könnte, kann ein Abo abschließen, dann kommt es einmal monatlich, was ich da brauchen könnte und so weiter. Und dieses, sage ich mal, One-Stop oder No-Stop-Shop, wie man es nennt, da ist noch ein weiter Weg hin, aber das wäre auf alle Fälle das Ziel. Dass das System erkennt, hey, zum Beispiel meine Nebentätigkeitsgenehmigung läuft aus, da ist ein Ping. Oder du hast noch so und so viele Urlaubstage, willst du sie nicht nehmen oder ansparen oder was auch immer. Also gibt es da verschiedenste Optionen. Und bei den Studierenden wäre es eben zum Beispiel Lernfortschrittskontrollen. Schau doch mal her, du hast so und so viele Punkte im letzten Semester gesammelt, streng dich an oder geh in die Beratung so in die Richtung. Aber das wären so Punkte, wo man halt wirklich ansetzen könnte und ich auch noch persönlich viel Mehrwert sehe. Ja, Sie sagen es, also man muss ganze Prozessketten neu denken. Es gibt teilweise, wenn man das quasi alten Wein in neuen Flaschen verkaufen möchte, so skurrile Konstrukte, dass eine digitale Unterschrift dann doch nochmal analog ausgedruckt werden muss, um sie irgendwo einzureichen. Ich denke, die TUM muss sich da nicht verstecken. Sie hat auch eine lange Historie der Digitalisierung hinter sich, muss sich aber natürlich auf dem internationalen Parkett auch immer wieder beweisen. Gibt es denn eine Uni, bei der Sie sagen, oder vielleicht mehrere, bei der Sie sagen, die haben wirklich Digitalisierung gut verstanden. Bei denen können wir uns vielleicht eine Scheibe abschneiden. Es kommt ein bisschen auf die jeweiligen Geschäftsprozesse drauf an. Also ich sage mal, für einzelne Ansätze gibt es natürlich sowas wie MIT, da geht auch am Klo des WLAN. Finde ich sehr cool, wird oft dafür ausgelacht, aber trotzdem ist sowas, wo ich sage, das ist halt einfach mal komplett durchdacht und überall flächendeckend WLAN. Haben wir hier schon öfters diskutiert, scheitert ein bisschen an den Kosten und am Versorger. Wir haben ja das Leibniz-Rechenzentrum, die ist eben auch, wir haben 411 Gebäude an der TU München, die eben dann schauen müssen, wie können sie eine sinnvolle Abdeckung hinbekommen, aber flächendeckend überall werden wir es in den nächsten Jahren leider nicht stemmen können. In anderen Bereichen Smart Campus Konzepte, das heißt, dass ich auch Sensorik zum Beispiel nutze, dass ich einen autonom fahrenden Bus zum Beispiel habe, der über den Campus fährt und da sammle ich dann gleich mit, wie viele Gäste waren denn da drin und wo sind die ausgestiegen, wo gibt es Hotspots und so weiter, gibt es zum Beispiel Niederlande. Das ist, Universität Twente ist da relativ weit. So was schauen wir uns natürlich auch an. Oder auch in Singapur gibt es Hochschulen, die da schon sehr weit sind. Aber jetzt wirklich dieses komplett durchdigitalisierte kenne ich ehrlich gesagt noch von keiner Universität oder Hochschule, weil es halt einfach an vielen Kleinigkeiten hängt. Und wenn wir sagen, zum Beispiel im Bereich Forschung haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten, da haben wir mit eben unserem Partner, sage ich mal, oder auch unserem wissenschaftlichen Rechenzentrum, dem Leibniz-Rechenzentrum von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, wirklich die letzten 10 Jahre und auch davor top wissenschaftliche, sage ich mal, Verfahren etablieren können. Das reicht jetzt vom Höchstleistungscomputer über eben auch für künstliche Intelligenz-Rechensysteme bis eben zum Storage. Und wenn jetzt noch jemand sagt zum Beispiel, dass er seine Seminararbeit verloren hat, weil es kein Backup gab, da habe ich halt kein Mitleid mehr, weil Sie können da jederzeit den NAS-Server oder NAS-Pfeiler heißt das Teil, Network Attached Storage vom LAZ nutzen, da gibt es dann automatisch per Snapshot-Funktion laufende Backups und Sie können dann die letzte Stunde zurückschalten, die letzten 24 Stunden, letzten Tage. Also insofern, ja. Es gibt die Technik, die ist da und wir müssen sie oft halt auch nur nutzen oder auch bekannt machen. Ja, ich wollte gerade sagen, das kannte ich nämlich zum Beispiel nicht. Sehr gut. Das wäre gut zu wissen, so in der Masterarbeit-Prozess. Genau, ja, Sie haben jetzt schon ganz viel gesagt, wo es auch vielleicht mal hingehen kann. Das hört sich ja alles sehr, sehr cool an. Aber durch Corona wurde ja jetzt alles so sehr schnell digital und vielleicht auch ein bisschen improvisiert digital. Wie sehen Sie das denn aktuell? Also so wie es jetzt aktuell digital ist, wenn Corona dann endlich mal vielleicht vorbei ist. Wie viel wird an der Lehre digital bleiben? Was wird wieder aufs Analoge zurückgeschaltet? Wie wird es da aussehen?
Vor einem Jahr hätten wir noch gesagt, wir sind längst schon wieder voll in Präsenz. Mhm. Aber wir sehen ja leider, dass sich also die Covid-19-Pandemie ja wirklich zieht und wir auch bisher nicht sagen können, also das nächste Semester relativ sicher, fast alles digital und danach müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht, wie weit wir auch mit Impfen sind. Und ich glaube, der Riesenvorteil ist gerade, dass eigentlich fast alle Dozierenden sich damit beschäftigen mussten. Also dieses kalte Wasser, wir haben eben in der Vergangenheit Konzepte aufgebaut und hatten da auch schon an der TU München im Vergleich zu anderen Hochschulen eine gute Durchdringung, aber eben noch keine ganz hohe Durchdringung. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass jeder mitreden kann. Ja. Und hoffentlich auch jeder Erfahrung gesammelt hat, was ist gut, was klappt nicht. Und wir unterhalten uns auch im Präsidium häufig drüber. Und es ist einfach klar geworden, ein Vorstellungsgespräch klappt virtuell so halb gut, muss man ehrlich sagen, weil man einfach dieses Zwischenmenschliche nicht spürt. Auch heute, Sie wollten sich gerne in Präsenz hier im Senatsteil treffen, Senatsteil der TU München, was ja auch spannend ist. Natürlich, wir hätten es alle von daheim oder vom Büro aus per Zoom oder anderen Tools machen können, aber der Mensch möchte sich ja doch irgendwie ein bisschen sehen, das Feedback merken, so die Magie spüren, sage ich mal. Oder auch, wenn man die TUM Speaker Series anschaut, die leben ja davon, dass eben dann eine wichtige Person kommt und dann eben den Audimax plus Stream halt einfach füllen, aber man möchte gerne im Audimax dabei sein und das erleben und dieses Happening. Und ich glaube, wir müssen praktisch gucken bei der Lehre, wo gibt es eben Inhalte, und da haben wir eben in der Vergangenheit auch schon gute Konzepte entwickelt aus meiner Sicht mit Blended Learning, also wo kann ich auch wirklich Inhalte für daheim oder für wo auch überall auf der Welt den Studierenden zur Verfügung stellen, die sie einfach in einem ruhigen Umfeld sich aneignen, und wie kann ich dann aber Formate schaffen, dass ich eben mich dann auch austausche, Fragen beantworte, Themen vertiefe. Weil wenn Sie jetzt mal zu einem erfahrenen oder zu einer erfahrenen Übungsleiterin, Übungsleiter gehen nach der Stunde, sobald Sie Ihre Frage fertig gestellt haben, weiß die Person, ob Sie überhaupt Ahnung vom Stoff haben, ob Sie in der Vorlesung waren oder wo es gerade bei Ihnen, sage ich mal, hängt. Ja. Weil die einfach das Bauchgefühl hat, die Erfahrung durch ihre Fragestellung schon. Und das müssen wir praktisch noch schauen, ob wir das digital abbilden können. Das gibt es noch nicht. Und das wären so Punkte, wo man natürlich mit Learning-Assistenzsystemen und so weiter schauen kann. Kann ich dieses Bauchgefühl des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin, der eben Schüler, Schülerin, sage ich jetzt überspitzt, oder Studentin, praktisch Sachen vermittelt und eben anhand der Frage schon merkt, wo hängt die Person, oder durch auch Zuschauen, wie die Person eben sich verhält, sehr viel Schlüsse ziehen kann. Und da müssen wir gucken, wie sich es entwickelt. Was toll war, sage ich mal, die letzten 10 Jahre hat sich viel getan, nehmen wir die Massive Open Online Courses, auch Projekte, die wir hiermit umgesetzt haben und auch sehr erfolgreich. Die haben zum Beispiel eingeführt, dass man eine Videosequenz hat und dann in die Videosequenz Fragen einbinden kann. Das gab es vorher einfach nicht. Kam keiner auf die Idee. Ich habe selber meine Diplomarbeit 2004 über Lernfortschrittskontrollen geschrieben und da gab es das einfach noch nicht als Idee. Warum mache ich ein Video und mache dann Anhalt? Und das Tolle ist, an sich kann ich jetzt auch unterschiedliche Videos danach, je nach Antwort, fortfahren lassen. Ein Riesenaufwand, das einmal zu erstellen, aber wenn ich es mal hätte, wäre es toll, weil ich dann so ein adaptives Lernen machen kann. Da kann ich ihm sagen, hey, das Wissen habe ich, okay, dann kann ich einen anderen Bereich vertiefen, die Lücken habe ich, dann wiederhole ich hier nochmal, aber vielleicht mit einer anderen Erklärung, weil es oft ja auch an den Wörtern hapert oder am Wortschatz oder was auch immer. Also es gibt ja da unterschiedliche Gründe, warum man es lernt. Und da, glaube ich, müssen wir weitermachen. Es wird aber natürlich hoffentlich so ein Comeback to TUM geben. Also ja. Man sagt, man kann sich einfach wiedersehen, man möchte auch zusammen feiern und Sie sind junge Menschen. Ich habe meine Frau damals beim Studium kennengelernt. Und also das sind schon so Punkte, wo man sagt, das ist auch eine Sozialkomponente, die man hat. Man reift und es geht nicht nur um Studienerfolg, in Klammern auch der ist wichtig, aber natürlich auch, was Sie mit Ihrem Leben hier machen. Ja, genau, das dachten wir uns auch so, vor allem für uns, also ja, Studenten allgemein ist Uni ja auch hauptsächlich ein sozialer Ort, also nicht natürlich lernen, tut man auch ab und zu mal, aber hauptsächlich sozial sein. Da haben wir uns auch gefragt, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, so dass, weil gerade das Zwischenmenschliche, was Sie ja gesagt haben, ist so das, was verloren geht oft bei Digitalem, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt, das überhaupt ins Digitale zu bringen, also auch so diesen sozialen Umfeld von der Uni irgendwie digital zu machen, weil ich glaube, da ist noch, also aktuell vielleicht noch nicht, vielleicht irgendwann in der Zukunft mal. An sich müsste ich jetzt als Gegenfrage, müssten Sie es mir ja beantworten, weil Sie sind ja gerade die Studierenden. Was mir so berichtet wird von den wenigen Studierenden, die ich halt immer wieder treffe und höre, dass die ja schon versuchen, über, sage ich mal, Freitagabend Videocalls und so weiter, dann Spieleabenden zu organisieren oder auch, einer hat mir erzählt, der hat einfach so einen Standardeintrag mit Saufen drin im Kalender, auch sowas muss legitim sein. Und daher einfach mal gucken, wie sich das entwickeln kann. Ja. Und daher glaube ich schon, dass man das nutzen kann, aber es fehlt vieles. Nehmen wir eine Videokonferenz, da ist ja oft die Herausforderung, dass ich praktisch alle gleich laut höre, was oft sehr positiv ist, im Sprachunterricht zum Beispiel, aber Sie können nicht mehr diese Nebengespräche machen. Also Sie können dieses Flüstern nicht machen, genau. Sie können nicht kleine Gruppen, und Sie haben ja doch, wenn Sie als Mensch in einer größeren Gruppe sind und sich mit dem Nachbarn oder Nachbarin unterhalten, schon diese Möglichkeit, auf Buzzwords zu hören, also Schlagwörter. Wenn Ihr Name irgendwo kommt, können Sie trotzdem irgendwo rumgucken. Also dieses adaptive Hören, das ist im Digitalen schon noch eine Herausforderung. Vor allem die Kommunikation, die zwischenmenschliche Kommunikation ist auch was unglaublich Filigranes.
ja, fast schon spürt. Wie erleben Sie denn die Professorenschaft bei der digitalen Revolution an der TUM? Haben Sie da eher positives Feedback? Ist das da ein starker Rückhalt? Man hört zum Beispiel oft, wenn es um die allgemeine Digitalisierung geht, dass ja, Deutschland auch ein Problem hat in der Bevölkerung, die nicht unbedingt sehr, sehr positiv gegenüber einer digitalen Revolution eingestellt sind. Also wir haben ja auch viele internationale Professoren und Professoren, daher haben wir die breite Brandbreite. Ich glaube, also das, wie soll man sagen, das Wichtigste, was momentan vielen fehlt, ist halt der fachliche Austausch. Und bei Konferenzen, die digital stattfinden, werden oft halt nur so High Glossy, also Hochglanzergebnisse gezeigt und eben nicht mehr beim Mittagessen, beim Abendessen, beim Kaffee trinken auch wirklich die Fehler oder die, also die Fehlschläge. Also wo man gesagt hat, was hat nicht geklappt oder wo muss man noch ansetzen oder was ist auch der neue Ansatz. Also ich glaube, da ist eine gewisse Berührungsangst da. Der Austausch ist nicht so offen. Und wenn man jetzt zur anderen Frage geht, wie weit wir in Deutschland sind, beantworten Sie sich selber. Es gibt halt leider auch oft Punkte, wo halt die KI das Böse ist. Also Frau Staatsministerin, hallo. Auf die Pferde. Wo man dann gleich super überleiten kann. Toll, dass Sie da sind. Herzlich willkommen an der TU München. Trotz Stau und trotz Anfahrt aus Aschaffenburg, glaube ich, sind Sie extra gekommen. Herzliches Dankeschön. Da wünscht man sich doch ein Flugtaxi, oder? Lilium Forstrand, schauen wir mal. Unsere Studierenden sind ja gut. Ja, es ging gerade um die Digitalisierung der Bevölkerung dann auch. Und ich meine, ein Punkt, das wäre natürlich auch von Ihnen sehr spannend zu hören. Ich glaube, also wir haben natürlich auch sowas wie der Tatort, da ist KI immer das Böse. Also wir hatten sogar einen, der draußen im Leibniz Rechenzentrum gespielt hat und war dann auch der Computer, der Täter und Mörder. Und dass das halt nicht immer nur positiv besetzt ist, was müssten wir da noch machen? Also dass wir es positiver bekommen. Ich glaube, mehr Beispiele zeigen. Also ich merke das immer häufig, wenn ich mit meiner Oma drüber spreche zum Beispiel. Ihr habe ich vorgestellt, Hightech-Agenda und KI machen wir. Und die hat mich mit großen Augen angeguckt und hatte eher so das Bild vom Tatort eigentlich vor Augen. Und ich habe dann das Beispiel genannt, dass wenn zum Beispiel ein Mensch beim Arzt ist und Hautkrebs zum Beispiel herausgefunden werden soll, kann eine KI das, dadurch, dass sie ganz viele Bilder hat und verarbeitet hat, schneller erkennen als der Arzt mit dem bloßen Auge. Und dann hat sie gefragt, ja, wie das so funktioniert und so. Und ich glaube, durch positive Beispiele, glaube ich, muss man das etwas positiver besetzen. Aber es stimmt schon, es ist für viele natürlich auch noch so ein Tick Science Fiction und immer noch so auf der Seite des Bösen. Ja? Und ich glaube, über die positiven Beispiele reden wir zu wenig und sie sind natürlich auch noch nicht so greifbar. Auch das stelle ich immer wieder fest. Auch für unser Ressort, ja, im Grunde genommen bildlicher darzustellen, was ist eigentlich Digitalisierung, was mache ich damit? So ein reiner Computer ist jetzt erstmal nicht so ansprechend, sage ich mal, für die meisten. Und das ist dann schwierig, wirklich positiv Beispiele zu zeigen. Wir haben das versucht, zusammen mit der Universität in Würzburg Satellitendaten so zu verarbeiten, dass der Winzer bei uns vor Ort in Unterfranken für den wunderbaren Wein Daten bekommt, Klimadaten, die aufbereitet sind, auch durch KI, die dazu führen, zu wissen, wie kann ich besser bewässern, aber vielleicht auch, welche Rebsorte kann ich in Zukunft anbauen. Der Bacchus, der bei uns ein sehr beliebter Wein ist, der kriegt nämlich langsam Probleme bei uns, weil es einfach zu heiß und zu trocken ist. Und da müssen natürlich die Winzer sich auch irgendwann anpassen und vielleicht gibt es irgendwann ja fast schon italienischen Rotwein bei uns in Unterfranken. Wer weiß, wenn sich das Klima so weiterentwickelt. Super. Digitale Berührungspunkte mit Bürgerinnen und Bürgern zu setzen, ist wahrscheinlich genau das richtige Stichwort. Es geht um den digitalen Alltag und ein Punkt, bei dem viele Bürgerinnen und Bürger natürlich noch recht analog unterwegs sind, ist der Behördengang, der klassische. Sie, Frau Ministerin, haben sich sehr stark für eine Weiterentwicklung dieser digitalen Behördengänge eingesetzt. Wie kann denn ganz konkret eine digitale Verwaltung den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern verändern? Ja, zum einen von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Unternehmen ganz stark. Ja. Ich glaube, das ist sogar noch mal ein Ticken mehr, weil wir als Normalbürger, sage ich mal, schon ab und zu Kontakte haben zu unseren Behörden, aber lang nicht so häufig wie Unternehmen. Ich finde aber, es steht noch was anderes hinter der digitalen Verwaltung. Ich pushe das sehr stark, zum einen, weil es in die Zuständigkeit meines Ministeriums fällt, zum anderen, weil ich auf den ersten Blick dachte, das Thema ist ein bisschen lahm, so ja, Verwaltung. Also ich fand es jetzt nicht so sexy am Anfang. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gesehen, dass im Grunde genommen Prozesse dahinter stehen, die man verändern kann und nicht nur digitalisieren. Also es geht nicht nur darum, irgendwie Papier zu nehmen oder draußen PDF zu machen, das zur Verfügung zu stellen, sondern komplette Prozesse neu zu denken, die wir auch mit Digitallaboren machen. Das heißt, wirklich die Leute an den Tisch holen, Unternehmer, Bürgerinnen und Bürger, ITler, Verwaltungsleute und gemeinsam mal so durchzuspielen, ist der Prozess, den wir bisher hatten, dennoch so sinnvoll und
effizient, so wie wir ihn wollen, und nicht nur digitalisiert. Und ich glaube, dass das einen großen Mehrwert auch hat für unseren kompletten Staatsapparat, den wir ruhig auch nicht insofern in Frage stellen sollten, dass er nicht funktioniert. Er funktioniert ja. Aber mit Blick darauf, und das haben uns die letzten Monate auch schmerzlich gezeigt in ein oder anderen Hinsicht, sind wir zu langsam, zu wenig flexibel, müssen ein bisschen agiler auf gewisse Entwicklungen reagieren. Und das funktioniert natürlich sehr schwerfällig teilweise bei uns in den funktionierenden Strukturen, aber doch sehr althergebrachten Strukturen. Ich glaube, Digitalisierung ist ein großer Vorteil, diese zu ändern, diese effizienter zu machen, schneller zu machen, aber auch transparenter zum Beispiel zu machen, wieder mehr Vertrauen auch zu generieren für die Bürgerin, für den Bürger, indem ich genau weiß, welche Daten hat der Staat, wer ruft meine Daten eigentlich ab, wo ist mein Antrag hingekommen, wie lange dauert der, bis der bearbeitet ist und wo ist was in meinem Postfach. Auch ein bisschen serviceorientierter, nicht ich bin Bittsteller beim Staat und sage, bitte jetzt gib mir halt in den nächsten 3 Monaten irgendwann Bescheid. Sondern vielmehr, ich habe eine Lebenssituation und der Staat sagt mir, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kind. Sie können übrigens auch Kindergeld bekommen Sie und Sie können in Bayern Elterngeld beantragen, Familiengeld beantragen. Sie können Ihren Sohn dauernd da in der Kita anmelden. Also dieser Strauß, der in anderen Ländern wie Estland zum Beispiel völlig selbstverständlich ist, dass man den schon angeboten bekommt, da haben wir diese Angebote einfach noch nicht. Und da ist aber jetzt gerade viel auf dem Weg, jetzt auch durch die Registermodernisierung im Bund, da spreche ich jetzt im Bundesrat am Freitag dazu, ist alles auf den ersten Blick so, ja, Registermodernisierung. Aber es wird dazu führen, dass wir irgendwann nur noch einmal die Daten eingeben müssen und der Staat mir im Grunde genommen schon vorausgefertigte Formulare machen kann und der Austausch einfach besser funktioniert. Und dadurch wird es für mich als Bürger viel komfortabler natürlich. Sie haben gerade schon Estland erwähnt. Bei Digitalisierung denkt man oft an Skandinavien, das Baltikum. Ich meine, die haben das Internet nicht vor uns gehabt. Woran liegt das denn? Liegt das an den Bürgerinnen und Bürgern? Liegt das vielleicht auch an der Politik? Warum sind wir da so stark im Hintertreffen? Also ich nehme Estland gerne als Beispiel, weil ich finde, man sollte sich immer daran messen, wo man hin möchte. Ja. Nichtsdestotrotz ist es nicht ganz vergleichbar. Estland ist viel kleiner, hat viel weniger. Also das ist so ein bisschen, wie wenn wir jetzt nur München alleine betrachten würden und nur das durchdigitalisieren müssten. Und die haben mehr oder weniger auf der grünen Wiese angefangen, haben sich dann sofort dafür entschieden, das Ganze digital aufzuziehen. Das läuft bei uns anders, weil wir wirklich althergebrachte Strukturen haben, die natürlich schon viele Jahre etabliert sind und die jetzt nachträglich digitalisiert werden müssen. Und das ist viel, viel schwieriger, weil es häufig gar nicht daran hakt, dass die Technik nicht da wäre. Das ist gar nicht das Problem, sondern dass wir teilweise noch Vorschriften haben, die überhaupt nicht auf das analoge Zeitalter, und davon gibt es haufenweise in allen möglichen Ebenen, die müssen angepasst werden. Und dadurch ist das nachträglich zu generieren etwas schwieriger, als wenn man von vorne anfangen müsste. Und ich glaube, es braucht auch eine große Offenheit für diese Dinge und auch, was mit den eigenen Daten passiert, ob ich als Bürger meinem Staat auch vertraue, auch da geht es darum, bei dem Once-Only-Prinzip oder bei der Registermodernisierung, dass ich als Bürger natürlich entscheiden kann, wem möchte ich meine Daten geben, und kann dieser Austausch stattfinden. Aber also ich werbe da auch immer dafür, dem Staat da zu vertrauen. Das heißt nicht, dass man nicht selber angegriffen wird durch Hacker, dass da was passieren kann. Das kann allen passieren. Aber der Staat selbst kauft keine Daten ein, um damit Werbung zu schalten oder damit Umsatz zu generieren, so wie wir das in den wirtschaftlichen Bereich gewohnt sind. Auch im Privaten, wo wir völlig ungeniert Standort, Bikini-Bilder und sonstige Dinge teilen im Internet. Ja, aber beim Staat sind wir dann immer so gleich, oh, und der will jetzt irgendwie Daten da austauschen. Und dabei haben es die Behörden. Man könnte es einfacher machen und den Austausch zulassen und damit vielleicht auch vorausgefertigte Formulare haben. Das wäre schon einfacher, aber dazu gehört natürlich auch eine gewisse Offenheit, sowas zuzulassen beim Staat. Ja, Sie haben eben schon gemeint, also ganz wichtig ist ja nicht nur, dass die Möglichkeit da ist, viele Sachen digital werden zu lassen, sondern auch, dass die Leute offen dafür sind. Und dafür braucht es ja auch viel Kommunikation und Erklärung, was ist los, wie kann man sich besser daran gewöhnen, dass alles digital wird. wie könnte denn so eine Kommunikation aussehen? Wie kann man denn Leute dazu bringen, auch vielleicht auch die ältere Generation vor allem, dass man mehr so in digitale Prozesse vertraut und eben nicht dann so annimmt, okay, wenn ich hier meine Daten hingebe, dann passiert sonst was damit. Mhm.
Ich glaube, das Stichwort digitale Teilhabe trifft es da ganz gut. Mhm. Wir haben dieses Jahr 2021 im Bayerischen Digitalministerium unter das Motto digitale Teilhabe gestellt, weil wir gemerkt haben, auch in den letzten Monaten, wie wichtig es ist, da niemanden außen vor zu lassen und wirklich alle mitzudenken. Mhm. Und es ist so schnell passiert, dass gewisse Bereiche nicht mitgedacht werden. Und das geht von klein bis groß, alt bis jung. Sogar die Kleinen und Jüngeren, wo man immer denkt, ja, Digital Natives, die wachsen ja mit dem Handy auf, kein Problem. Doch, das ist schon ein Problem, weil auch da, die können zwar wunderbar mit dem Handy umgehen und wissen genau, wie die App zu bedienen ist. Und das weiß jetzt vielleicht die Oma weniger. Dafür sind sie weniger sensibel oder sie müssen sensibilisiert werden, zum Beispiel im Umgang mit Internet. Was ist Sexting, was ist Cybergrooming, was ist Cybermobbing? Ich meine, die meisten kennen vielleicht den Begriff, aber stecken vielleicht mittendrin. Und das ist noch mal, hat nochmal eine ganz andere Qualität, finde ich, als oder nochmal eine viel breitere, auch mit jungen Menschen, die mittlerweile Inhalte auf den Handys drauf haben, selbst in der Grundschule, pornografische und Gewaltexzesse, die sie vielleicht gar nicht bewusst sich aufs Handy geholt haben, aber die man einfach mitgeschickt bekommt und wo man als Elternteil natürlich auch überfordert ist und sagt, ich will mein Kind nicht kontrollieren mit dem Handy, ich will sie aber schützen davor. Muss ein Vertrauensverhältnis da sein, auch zu den Eltern zum Beispiel, zu Vertrauensschülern, um über solche Themen zu reden. Und da muss natürlich in der Schule angesetzt werden. Medienführerschein haben wir. Aber es geht auch darüber hinaus, es muss eigentlich alltäglich werden, so wie wir es im analogen Leben gewohnt waren, auch Kinder an die Hand zu nehmen und bei gewissen Themen zu begleiten, so muss das jetzt auch im digitalen Leben gemacht werden und zwar viel stärker als bisher. Und ähnlich gilt es natürlich für die ältere Generation, die sich, wie ich finde, und das war schön in den letzten Monaten, weil man so gesehen hat, also aus so einem persönlichen Umfeld, glaube ich, hat jeder so Beispiele, wo er sagt, das ist toll, weil die Oma jetzt auf einmal irgendwie mitgeskypt hat, ja, oder weiß was ich, in irgendwelchen Chats mit unterwegs ist und auf einmal die Enkelbilder sehen kann und gesagt hat, oh, warum habe ich das vorher eigentlich nicht gemacht? Also die tollen Beispiele gibt es und wir haben uns dort auch ausgetauscht. Ich glaube, da hilft es jetzt nicht nur so eine Handreichung zu machen, wie funktioniert eine App, sondern dass ich auch vor Ort, glaube ich persönlich, hilft am meisten, Gruppierungen, auch Vertrauenspersonen in Mehrgenerationenhäusern, in Seniorenkreisen bilden, wo man einfach das mal zum Thema macht und die ältere Generation mal an die Hand nimmt und sagt, so und so funktioniert das übrigens, die Möglichkeiten habt ihr, die mal austesten lassen. Und also die gewinnen da total an Spaß dran. Das finde ich eigentlich ganz schön zu sehen. Und vielleicht noch der dritte Punkt, der mir besonders wichtig ist, Menschen mit Behinderung, mit einer Einschränkung, die wir manchmal gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir immer sagen, ja, Digitalisierung total toll, das hilft denen total, das stimmt, aber es baut auch Barrieren auf. Und die müssen wir auch immer sehen, müssen bei allem, was wir strukturieren, bei allen Homepages, bei allen Apps, die wir auch als Staat auf den Weg bringen, uns immer fragen, ist das barrierefrei, ist das mitgedacht für alle anderen? Und da haben wir in der letzten Zeit schon viel Wert darauf gelegt, dass das funktioniert. Aber das wird noch mehr kommen, weil immer mehr digitalisiert wird und wir dürfen da nicht einfach gewisse Bereiche außen vor lassen und denken, ja, die laufen schon irgendwie mit. Das muss immer mitgedacht werden. Ja, Herr Dr. Pongratz, die Barrieren sind vielleicht ein richtiges Stichwort. Man geht so ein bisschen davon aus, dass auch an der Universität alle Studierenden rundum Zugang zu einem funktionsfähigen Computer haben. Das ist nicht unbedingt immer der Fall. Viele, die vielleicht auch noch zu Hause wohnen, teilen sich den Computer mit der Familie. Was kann denn eine Uni da machen, um nicht durch die Digitalisierung neue Ungleichheiten auch zu schaffen? Gut, abschließend verhindern werden wir sie nie können. Wir haben halt auch die letzten Jahre schon Leihpools aufgebaut, also wo es einfach dann Notebooks gibt, Geräte, die man sich eben dann ausleihen kann. Damals eben nur für eigentlich Studienarbeiten gedacht, dass man diese dann schreiben kann. Jetzt auch für andere Formate, auch für Klausuren hatten wir es im Gespräch. Ich glaube, wir müssen einfach offen miteinander umgehen. Und es ist aber schon so, ich meine, auch Ihre Bewerbung wird digital am Rechner erfolgt sein für einen Studienplatz hier in München, dass wir gewisse Sachen halt auch voraussetzen. Also es gibt dann noch den Notfallweg vielleicht auf Papier, aber eigentlich der Standardprozess ist da dann oft schon das Digitale. Und da muss man einfach drüber reden. Aber es gibt ja inzwischen auch gute Angebote, sage ich mal, für 200-300 Euro kriegen Sie theoretisch eigentlich auch gute Geräte. Spannend ist dann eher, kann ich denn wirklich in der Fläche, und wir haben ja auch 34% internationale Studierende auch von daheim dann überall auf der Welt sinnvoll auf Internet drauf zugreifen und auch offenes Internet zum Beispiel. Also wir haben ja auch Studierende, die noch in China zum Beispiel sitzen und dann
einen VPN-Tunnel hier ins Münchner Wissenschaftsnetz machen müssen oder sowas. Und das sind dann auch so Punkte, die man nicht vergessen darf. Aber genau wie Staatsministerin Gallagher richtig meinte, man darf da keinen vergessen, muss einfach thematisieren und ich glaube mit den verschiedenen Neudeutsch-Stakeholder-Gruppen regelmäßig sprechen. Ja, genau, eine Sache, also Sie haben ja auch gemeint, man muss die Leute, also man muss alle mitnehmen, man muss schauen, dass alle dieselben Kompetenzen haben. Wie könnte, also Sie haben ja auch gemeint, vorhin an der TUM wurden ja E-Scouts ausgebildet, um den Professoren zu helfen. Wie kann man sowas denn nachhaltiger gestalten? Weil oft ist ja so, dass das digitale Wissen sehr schnell veraltet ist. Wie kann man das dann am besten machen, dass, wenn man jemandem eine digitale Kompetenz beibringt, dass die auch das Wissen quasi länger hält und auch länger aktuell bleibt? Bad News, wir müssen alle umdenken. Ja. Schauen Sie mich an. Natürlich muss ich mich tagtäglich mit neuen Formaten, Themen, Technologien befassen und beschäftigen. Und dieses, jetzt möchte ich auch niemandem Unrecht tun, aber das Klassische, was man vielleicht vor 50 Jahren noch hatte, wo man sagt, man macht einmal eine Ausbildung und dann macht man bis zum Lebensende das Gleiche, das gibt es halt nicht mehr so. Und das betrifft auch die Bäckermeisterin oder Bäckermeister, dass die auch dort neue Maschinerien kennenlernen, vielleicht auch neue Backarten, neue Methoden. Und ich glaube, da müssen wir natürlich Formate zur Verfügung stellen und natürlich auch unsere Third Mission genannt, ja, also auch das lebenslange Lernen stärker unterstützen. Dazu haben wir jetzt auch das TUM-Institut for Lifelong Learning gegründet, wo wir auch die ganzen Formate bündeln. Aber ich glaube, es liegt an uns allen. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir unser Umfeld mitnehmen und auch Sie als unsere zukünftigen Absolventinnen und Absolventen, dass Sie da auch mitwirken und auch sich selber das zu Herzen nehmen. Ja, ein großer Punkt, wenn man Digitalisierung hört, ist ein großer Punkt auch dieses Social-Media-Phänomen. Nun haben wir auch am Beispiel der USA beispielsweise gesehen, welche Auswirkungen es haben kann, wenn in diesen digitalen Plattformen beispielsweise Verschwörungstheorien bewusst gestreut werden und sich dann rasant verbreiten. Frau Ministerin, wie sieht denn eine moderne und effektive Gesetzgebung aus, die auch solche Phänomene zum einen reguliert, aber dann auch mit dem Recht auf Meinungsfreiheit beispielsweise balanciert? Ja, Sie haben eigentlich schon die ambivalente Schwierigkeit in dem Gesichtspunkt aufgezeigt. Ich finde, der Staat darf sich da nicht komplett durchregulieren, weil ansonsten wäre wirklich, also nicht mehr nur Meinungsfreiheit schwierig, sondern auch Kreativität, die ja in dem Bereich, jetzt mal unabhängig auch von Social-Media-Bereichen, gibt es ja so viele tolle Geschichten, die sehr kreativ geworden sind und die auch sichtbar geworden sind, die nicht mehr vielleicht nur so im kleinen Kämmerchen stattfinden, sondern die jetzt jeder sehen kann und die gewisse Popularitäten dann auch mit sich bringen und eine Stimme auch geben. Das finde ich wichtig. Wir sind viel vielfältiger dadurch geworden und auch stärker in der Meinungsbildung, die positiv ist, wie ich finde. Wir sind natürlich zu Recht auch immer sehr darauf konzentriert mit Fake News und Verschwörungstheorien, gerade jetzt im Moment mit Corona. Und ich gebe zu, auch das lässt sich nicht alles nur regulieren mit Gesetzen. Also wir, zum einen ist natürlich der Staat gefragt, gute Angebote zu machen, wo kann man sich informieren. Wobei ich immer wieder auch die Erfahrung mache, dass, und wir versuchen es schon kürzer darzustellen und optisch irgendwie einigermaßen ansprechend, aber es ist immer noch, wir sind immer noch hinten dran mit einem Frage-Antwort-Katalog, der gut aufbereitet ist, mit Sicherheit gut erarbeitet und mit einem Verschwörungstheorien-Video, wo einer 10 Minuten lang krudeste Dinge in die Kamera erzählt und jeder jubelt im Netz und sagt, hey, geil, hast du den schon gesehen? Es ist natürlich schwierig, da hinterherzukommen und da einen Gegenpunkt zu setzen, der genauso spannend ist und genauso hoch geklickt wird. Und das lässt sich auch durch Gesetzesregelungen kaum nachvollziehen. Die Plattformen müssen aber zunehmend eine größere Verantwortung bekommen, denn die verdienen mit uns allen nicht ungehörig Geld daran. Ja? Die ganzen Nutzer, die zahlen ja indirekt dafür oder dadurch generieren sie sehr viel Geld, sehr viel Macht auch, sehr viel Einfluss. Also von daher muss ich das natürlich auch immer in der Verantwortung widerspiegeln, was auf dieser Plattform abläuft und was dort passiert, welche Inhalte dort abgesetzt werden. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, weil wir sind dann auch ganz schnell wieder im Upload-Filter-Bereich, wo, wenn Dinge wieder zensiert werden und rausgenommen werden, müssen die auch immer überprüft werden. Und da kommen wir zum nächsten Problem, weil wir müssen schauen, dass nicht die Plattformen diejenigen sind, die dann die Meinungshoheit haben im Grunde genommen und allein die Entscheider darüber sind, was darf jetzt eigentlich da gezeigt werden und was nicht.
Also das ist natürlich auch noch eine staatliche, beziehungsweise am Ende des Tages eine rechtsstaatliche Geschichte, die da auch geklärt werden muss. Also von daher, das ist eine höchst schwierige Gemengelage, die nicht allein mit mehr Druck natürlich auf Plattformen, aber nicht allein gesetzlich geregelt werden kann und auch schon ein bisschen auch in unsere Hand. Also auch dieser Begriff, die neue digitale Zivilgesellschaft, was lassen wir denn als Gesellschaft zu? Ich kenne ganz viele, in Anführungszeichen, Normale, die halt einfach sagen, ja, das ist mir zu blöd, da sage ich schon nichts mehr drauf. Und trotzdem bilden sich Blasen, man hat so das Gefühl, das ist jetzt die Mehrheit auf einmal. Wobei eine schweigende Mehrheit durchaus auch da ist, aber halt sagt, ich finde das falsch, was dort geäußert wird. Aber ich gehe jetzt nicht rein und stelle mich dort irgendwelchen komischen Trollen und Co. der Diskussion und verbringe da irgendwie meine Freizeit, indem ich da dagegen halte. Ich glaube aber, dass es das muss jetzt nicht für jeden Kommentar oder für jeden Post gelten. Ich glaube aber, dass es zunehmend auch wichtiger wird, dass, wie wenn wir Zivilcourage auch im Persönlichen zeigen, im analogen Miteinander, so wird es im Digitalen natürlich auch immer wichtiger, da digitale Zivilgesellschaft zu zeigen und da Fahne zu zeigen auch. Flagge zu zeigen. Ja, Sie haben die Plattform angesprochen. Ja, wenn man letzte Woche mal nach Australien geschaut hat, da hat man gesehen, dass so eine Plattform ja fast den Staat als Geisel gewissermaßen genommen hat. Kurzerhand waren da die Medien, Nachrichtenseiten gesperrt. Haben Sie denn Bedenken, wenn Sie solche Ereignisse auf der anderen Seite der Welt beobachten? Oder wie sehen Sie da die Balance? Ist da überhaupt noch eine Balance vorhanden? Ja, ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, eine große Macht und ich glaube auch, dass wir da nicht nur im Kleinen-Kleinen diskutieren dürfen, sondern an europäische Lösungen ran müssen. Mhm. Und das soll jetzt nicht, wir haben größere Probleme in verschiedenen Bereichen, wo wir sagen, ja, da brauchen wir eine europäische Lösung, irgendwie finden wir nie eine. Ja? Also in manchen Bereichen finde ich auch nicht besonders zufriedenstellend, die jetzt weniger mit Digitalisierung zu tun haben. Ich bin aber davon überzeugt, dass gerade im europäischen Kontext, auch zum Beispiel auch was Quantencomputing anbelangt, KI-Initiativen, wir viel europäischer denken müssen, weil ansonsten ist das alles schön und richtig, was wir im Kleineren machen. Aber so der richtige Leuchtturm und die richtige Power dahinter ist natürlich erst, wenn ein Kontinent auch sagt, das sind jetzt unsere Regeln, so weit gehen wir. Und deswegen finde ich zum Beispiel den Digital Services Act unglaublich wichtig für uns in Europa. Deswegen werden wir uns dort auch stark an der, oder haben uns schon beteiligt an der Diskussion, dass dort einfach ja auch ein gemeinsames Verständnis und ein gemeinsames Auftreten auch Plattformen gegenüber ja, hochgehalten wird, weil die Macht ist natürlich ziemlich groß und da muss man dann schauen, was man dagegen hält, definitiv. Ja, bleiben wir vielleicht bei, oder gehen wir von den Herausforderungen zu den Potenzialen auch, die die Digitalisierung mitbringt? Bisschen erfreulichere Themen. Die Digitalisierung bringt natürlich auch ein unglaubliches Potenzial für Unternehmen, auch gerade in Bayern. Wie sehen Sie denn den Einzug der Digitalisierung in die bayerische Industrie, auch gerade unter dem Gesichtspunkt der Industrie 4.0? Der ist sehr unterschiedlich, teilweise sehr, sehr gut aufgearbeitet und eingesetzt. Das kommt auch ein bisschen auf die Größe drauf an. Manchmal auch, ja, wer halt einfach auch der Kopf ist und wer Lust hat, sich schon mit Innovationen einzulassen. Viele Umfragen zeigen, dass die allermeisten Unternehmen wissen, dass sie mehr Digitalisierung in ihren Unternehmen brauchen und dass ihnen das auch definitiv hilft und auch bei der Generierung von Wertschöpfung weiterbringen wird. Allerdings wissen nicht alle, wie sie es einsetzen müssen. Also die sagen schon so, ja, auch Augmented Reality haben wir gehört, ist sicher eine gute Sache, aber man hat keine Vorstellung, kann ich das jetzt in meinem Produktionsprozess gebrauchen oder für Montagearbeiten, die ich vielleicht im Ausland zu machen habe. Man will ja auch nicht nur Geld ausgeben, weil es jetzt irgendwie gerade besonders modern ist, sondern man will Geld ausgeben, um effektivere Prozesse zu haben und letztendlich natürlich mehr Wertschöpfung daraus. Und wir sind natürlich sehr vom Mittelstand geprägt und sehr industriell. Und ich glaube, da ist der Zug halt auch noch nicht abgefahren für uns. Dort bei KI sind viele schon auf dem Weg, auch bei Quantencomputing sind, bei Quantentechnologien sind schon, da ist der Zug auch noch nicht abgefahren. Aber da sind schon viele andere Länder, investieren wahnsinnig viel Geld und da ist wirklich schon sehr, sehr viel los. Bei uns wissenschaftlich gesehen ja, durch die Hightech-Agenda auch. Allerdings im mittelständischen Bereich ist es natürlich schwieriger. Das setzt man auch jetzt nicht sofort mit sowas an. Das ist auch nicht sinnvoll für die Bereiche. Aber ich glaube, dass diese Brücke
hin zwischen was ist möglich und wie kann ich das einsetzen. Da können wir noch besser werden. Und da finde ich auch die Hilfestellungen teilweise noch nicht ganz ausreichend. Ich weiß, dass es dort so eine Art Kompetenzberater, sage ich jetzt mal, gibt. Ich weiß nicht, wie die offiziell heißen. Aber ich glaube, es sind 40 an der Zahl in Deutschland und es reicht natürlich nicht. Ja. Trotzdem glaube ich, dass viele Puzzleteile schon ein Ganzes ergeben, wie zum Beispiel auch unsere digitalen Gründerzentren. Auch die sind ja nicht nur dafür da, ich kenne es bei unseren, für die ganz hippen Startups, sondern auch, die arbeiten ja zusammen auch mit etablierten Unternehmen und schaffen dort auch wieder Innovationspotenzial rein und befruchten sich sozusagen gegenseitig und machen tolle Sachen. Auch das bringt natürlich sehr, sehr viel. Und die Hightech-Agenda ist jetzt nicht nur, um Forschung zu beschäftigen, zu sagen, das sind tolle Dinge, mach die mal, sondern auch da kommt ja dann Know-how wieder rein in die Wirtschaft und junge, gut ausgebildete Leute, die dann wiederum dafür sorgen, dass sie Innovationstreiber wieder sind nach draußen. Also von daher, da erwarten wir uns natürlich auch unglaublich viel Innovation, die aus den Unis wieder nach draußen getragen wird, dann in die Unternehmen. Und ja, ich glaube, dass auch die letzten Monate vielen Unternehmen gezeigt haben, dass da sehr viel an Wandel da ist. Vielleicht war das auch für den einen oder anderen, egal in welchem Bereich, da nehme ich den staatlichen gar nicht aus, ein bisschen auch einen Schuss vorm Bug und zu sagen, wir müssen uns jetzt transformieren, wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir Strukturen neu schaffen. Ich frage vielleicht ganz kurz dazwischen, Stichpunkt junge, gut ausgebildete Leute, haben wir ja an der TUM wahrscheinlich viele. Herr Dr. Pongratz, gibt es vielleicht schon, also die TUM ist ja bestimmt auch sehr interessiert und vielleicht ist schon involviert, solche Digitalisierungsprozesse, um so Einzug der Digitalisierung in die Industrie da eine Rolle zu spielen. Macht es die TUM schon oder gibt es da irgendwelche Projekte in Planung, wie man mit der Politik oder mit der Industrie irgendwie zusammenarbeiten kann? Also wir haben verschiedenste Formate. Auf der einen Seite ist momentan die Fakultät für Informatik unsere größte Fakultät mit über 7000 Studierenden. Oh wow. Und was ich so höre, finden auch alle einen Job, was schon mal toll ist. Also im Sinne von, der Bedarf ist gigantisch aktuell. Ja. Und wir haben natürlich Formate, sei es Hackathons, die wir auch zusammen mit der Politik veranstalten oder auch die großen der We Fight the Virus und so weiter, wo tolle Teams da sind, auch mit Unternehmen hier in München. Wir sind mit Unternehmertum ja auch ganz aktiv, genau, wo jetzt auch hier in München nochmal Gründerzentrum entsteht an der Hessstraße. Aber es kann immer noch mehr sein, klar. Aber es liegt natürlich auch immer dran, die jungen Menschen zu begeistern. Ja. Wo wir sagen, sie wollen natürlich auch das Gefühl haben, dass sie was ändern können, dass sie was zeigen können. Und ich glaube, da müssen wir natürlich immer weiterdenken und natürlich auch gerne von der Studierendenschaft weitere Vorschläge, wo noch was fehlt, wo auch die junge Akademie sich weiter, sage ich mal, noch etablieren kann. Wir hatten ja auch zusammen schon gewisse Hackathons, wo ja auch verschiedene Mittelständler kamen. Und ich erinnere mich noch an eine Firma, ich glaube, Sennheiser oder sowas, die haben noch Mikrofone oder Schlagzeuge oder irgend sowas. Ich schaue gerade zum Herrn Finger, wo ja auch spannend ist, wo da einfach mal überlegt wurde, wie kann man eben so Schlagzeugsticks optimieren und digital machen. Und da kann man so Handschuhideen und dass man den Rhythmus besser hört und was auch. Also auch einfach mal kreativ überlegen, was heißt denn auch, das Analoge mit dem Digitalen zu verbinden und eben für Firmen einfach mal ein bisschen Momentum reinzukriegen. Also einfach auch die Idee, auch das ist ja mal das, was Frau Ministerin ja auch gerade meinte, wie kann ich denn auch die Mittelständler mitnehmen? Und es geht ja nicht, dass es da die Blaupause gibt, wie ich das digital mache, sondern es muss ja immer passen zum jeweiligen Unternehmen und da muss ich auch die Menschen mitnehmen, weil ich wechsle die ja auch nicht alle aus und will ich ja gar nicht, sondern es geht ja wirklich darum, die digitale Kompetenzen, wir hatten es vorhin kurz eben zu vermitteln, und die enden auch nicht, sondern es sind auf der einen Seite eben dieser Transformationsprozess, also was ändert sich am Arbeiten, am Vorgehen, vielleicht auch Homeoffice und so weiter, wo jetzt auch Corona sicherlich hoffentlich einige Spuren hinterlässt, positive Spuren, aber natürlich dann eben auch vor Ort an neuen Technologien und die entwickeln sich stetig weiter. Das heißt, ich muss jetzt eher gucken, wie kann ich Unternehmen auch Fortbildungsprogramme machen, Peer-Programme, wie kann ich da eben mich gegenseitig auch immer ein bisschen messen und challengen. Und wir haben so viele Hidden Champions in Deutschland im Mittelstand, die viele ja gar nicht kennen, wo wir auch weltführend sind in den einzelnen Segmenten. Und da muss man natürlich auch gucken, dass wir bleiben. Und bei den großen Technologien wäre es natürlich super wünschenswert, im Bereich eben zum Beispiel Quantum Computing, wir hatten es ja vorhin, wo es eben auch verschiedene Projekte gibt. Spannend für mich vielleicht noch Einsatz zur vorigen Diskussion, auch wegen großen Plattformen. Das Internet kennt halt eigentlich keine Landesgrenzen. Mhm. Und wir tun uns natürlich mit juristischen Sachen schwer. Wir setzen auch immer den deutschen Wertemaßstab an, die Ethik, die wir hier kennen. Und trotzdem kann ein Irak am Internet mitmachen. Es ist so gebaut, dass sich jeder, der ein Netzwerk hat, anschließen kann, wenn er es will und dann eben bei dem entsprechenden Gremium einen Antrag stellt. Und da wird dann nicht geprüft, ob die gleiche Mentalität haben wie wir oder auch nicht. Und ich glaube, das ist noch sowas, wo wir gucken müssen, wie übersetzen wir dieses, ja, ich sehe jetzt mal Wilder Westen-Internet von vor 40 Jahren. E-Mail ist schon 30, 40 Jahre alt und hat sich nicht groß weiterentwickelt. Eben einen rechtssicheren Raum,
wo wir damit arbeiten können, wo unsere Kinder, unsere Eltern alle damit agieren können und wir auch eine gewisse Rechtssicherheit haben, die wir einfach als deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger erwarten. Und das ist so ein bisschen das Schwierige, also uns auch daran gewöhnen, auch Inhalte kosten dann Geld im Internet. Und egal, welche Währung ich da ansetze, aber sie kosten Geld und nicht dieses von vor 20 Jahren, wo ich einfach lauter Raubkopien überall gefunden habe und schnell etwas runtergeladen habe und das hat keiner gerade. Und das sind schon so Punkte, da auch ein Unrechtsbewusstsein zu etablieren, was mir ein bisschen, also wo schon auf Arbeit vor uns ist. Und deswegen können wir auch vieles, glaube ich, nicht von heute auf morgen umschalten, sondern es dauert halt Zeit, weil wir uns ja recht sicher machen. Und es war von die digitale Unterschrift, die ausgedruckt wird. Ich hatte letztes Mal auch den Fall, die wurde mir dann hat ein Kollege praktisch digital unterschrieben und mir dann analog zur Unterschrift vorgelegt. Und somit war die aber auch die digitale wertlos, weil man die nicht mehr nachvollziehen konnte. Also es war so ein bisschen, wo man sich hätte auch sparen können. Ja. Und da ist noch viel Arbeit vor uns. Und wir müssen praktisch gucken, wie kriegen wir leichte Prozesse. Ich möchte auch nicht 20 Codes auswendig können, die ich dann immer nachschauen muss, weil ich sie nicht mehr weiß. Sondern es muss irgendwie einfach sein. Und das Spannende ist halt mit dem Papier und mit dem Stift, wir akzeptieren eine Unterschrift, die aus USA, aus Syrien, wo auch immer her, auf ein Zettel Papier kommt als Unterschrift und rechtgültig. Und das haben wir im Digitalen irgendwie noch nicht. Und da sind wir wieder auf europäischer Ebene, was super wichtig ist und auch im OZG ja gerade ganz tolle Sachen, die laufen und auch ein Registergesetz finde ich super toll, wenn es käme. Also jetzt einfach, ich bin erst 40 aus der Blickwinkel, Personen, die 70, 80 Jahre alt sind, haben halt noch Angst vor der Vergangenheit, die es früher mal in Deutschland gab, dass man auch sowas missbrauchen kann, klar. Aber ich glaube, damit müssen wir halt jetzt uns dran reiben und den Diskurs führen. Und das ist vielleicht noch ein bisschen ein Punkt, wo man auch mal offen sprechen könnte. Weil auch mit Australien, ich meine, gut, das ist eine Firma, die sagt, sie stellt Angebote ein. Ja und? Also das ist so ein bisschen, wo ich dann mich eigentlich auch nicht weichklopfen lassen darf, weil entweder habe ich diese, sage ich mal, Werte oder ich habe sie halt nicht. Und da muss ich gucken, wie läuft das zusammen, weil wir hätten nach deutschem Gesetz oder europäischem Gesetz kein WhatsApp je gekriegt. Also weil über Telekommunikationsgesetz und was es alles da gibt, die Litanei, das wäre nie möglich gewesen aufzubauen. Und jetzt ist aber sowas, jeder nutzt. Facebook hat es für 18 Milliarden gekauft und jetzt, weil sie die AGBs ein bisschen anpassen, überlegen wir gerade, ob wir zu Signal rübergehen oder nicht. Aber ist es das, was wir wollen? Ja, eigentlich wollen wir eigentlich mehr und selber Innovation betreiben. Und ich glaube, da haben wir noch viel Potenzial. Ja, Sie sagen es gerade, selber Innovation betreiben. Die großen Internetunternehmen, die großen Schlagzeilen auch in Bereichen KI, Quantencomputing, die kommen leider immer noch aus den USA. Beispielsweise Google, wenn Google den neuen Quantencomputer vorstellt. Tesla ist geradezu synonym geworden mit E-Mobilität oder autonomem Fahren. Wie sehen Sie denn da auch deutsche Unternehmen, also nicht unbedingt im Mittelstand, aber wir haben ja auch große international agierende Unternehmen. Sind die vielleicht ein bisschen zu faul und nicht aggressiv genug, mal zu sagen, hier, Quantencomputing, wir haben doch ein großes Softwareunternehmen in Deutschland, autonomes Fahren, wir haben genug Automobilindustrie hier. Warum hört man da vergleichsweise wenig? Naja, ich glaube, vielleicht war der Druck teilweise noch nicht groß genug, weil natürlich viele Bereiche noch sehr gut funktioniert haben bei uns. Man muss natürlich auch immer schauen, dass man Leute hat, die dann auch mitarbeiten können. Also ich glaube, dass es uns gerade auch da in dem Bereich Fachkräfte durchaus wir Nachholbedarf haben. Ich meine, gesucht werden die überall, aber wir haben eigentlich die Möglichkeiten hier da. Deswegen auch da bin ich wieder bei der Hightech-Agenda. Die geht, ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ja, man wirft jetzt da ein paar Millionen hin, damit man mal ein bisschen mit Quantencomputer rumbasteln kann. Es geht ja auch darum, 13.000 neue Studentenstellen, also neue zusätzlich, 1.000 neue Professorenstellen, also um das Ganze wirklich in die Breite zu kriegen und die Leute zu enablen, bei den Themen auch mitsprechen zu können. Ja. Weil das eine ist wirklich in den großen Firmen auch unterwegs zu sein oder die Möglichkeiten zu haben, federführender zu sein und auch in der globalisierten Welt wirklich eine große Stimme zu sein. Das andere ist, diese Prozesse auch mitzubegleiten und auch europäisch mitzubegleiten und nicht nur der reine Konsument zu sein, das, was aus den USA oder aus China jetzt rüberkommt. Und wir halt dann uns wieder überlegen, wie müssen wir es jetzt anpassen. Und wir sind eigentlich immer nur am Überlegen, wie wärmen wir was ab oder wie können wir es gestalten, um es irgendwie zu nutzen. Und irgendwann regen wir uns dann doch nicht mehr so drüber auf, weil es ist ja irgendwie total entspannt, es dann doch zu nutzen. Allerdings, wenn es eine Kontaktnachverfolgungs-App ist von Corona, oh, da müssen wir dann sehr vorsichtig sein, ob der Staat dann nicht weiß, wo wir da unterwegs waren. Ja, das ist wieder, da sieht man auch wieder die Diskussionen, die wir führen, ja, wo wir selbstverständlich Dinge nutzen, die uns aus anderen Ländern vorgegeben werden. Wir nutzen sie halt einfach und haben teilweise keinen Plan, wohin die Daten fließen, was die mit unseren Daten machen. Ja. Und auf der anderen Seite wird alles immer sehr streng sich angeschaut, was so
der Staat zum Beispiel vorgibt oder dann an Daten erheben will. Ja, das ist schon, das finde ich auch eine sehr schwierige Diskussion und führt natürlich auch nicht dazu, dass man vielleicht allgemein in Deutschland dann gesagt hat, wir sind da jetzt vorne mit dabei oder jetzt so die großen deutschen Namen ja, im Industriebereich schon da sind. Industrie 4.0, das finde ich schon, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt im Quantenbereich. Und das wollen wir eben gerade dadurch ändern, dass da viel Geld jetzt auch investiert wird und dass wir auch Leuchttürme schaffen. Mhm. In München zum Beispiel. Also dass der nächste Leuchtturm jetzt nicht Aschaffenburg wird, selbst Aschaffenburgerin, da schmerzt mein Herz. Aber ich glaube, das gehört auch mit zur Wahrheit dazu, dass natürlich KI zum Beispiel ein flächendeckendes Netzwerk geschaffen sein muss, weil es überall eine Rolle spielt und weil wir überall dafür Leute brauchen. Aber dass wir natürlich auch schlagkräftige Leuchttürme brauchen, wie auch die Munich School of Robotics zum Beispiel. Ja? Also auch das soll ein Leuchtturm ja sein oder ist eigentlich auch schon einer, der die Dinge, die wir bisher gemacht haben und super gekonnt haben, mit Neuem verbinden soll. Und dann natürlich internationale Strahlkraft bekommt. Und ich glaube, da sind wir in einigen Bereichen schon auch auf einem guten Weg und da ist der Zug noch lange nicht abgefahren. Aber wir müssen das Tempo natürlich aufrechterhalten. Deswegen, ich weiß noch ganz genau, dass wir vor einem knappen halben Jahr, als wir gesagt haben, wir beschleunigen jetzt die Hightech-Agenda, kam das bei einigen auch nicht so gut an. Also ich habe immer wieder auch Kritik gehört, auch wenn ich so mit Bürgern gesprochen habe, so in der Art, habt ihr keine anderen Probleme, so ein bisschen, ne? Muss das jetzt sein? Wir haben Corona, es kostet alles so viel Geld und so, ja. Da habe ich gesagt, gerade jetzt eigentlich, ja, wo andere kluge Köpfe dieser Welt sich vielleicht auch für unser Land entscheiden, weil wir Dinge gut machen oder weil wir gerade tolle Angebote machen. Wir müssen jetzt antizyklisch im Grunde genommen investieren und in die Themen reingehen, weil ehrlich gesagt, viel Zeit haben wir da auch nicht mehr zu verlieren. Ja, ja, ich würde vielleicht sagen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, falls es irgendwelche Fragen von diesem Tweetback gibt, die man ja noch nehmen könnte. Ja, ich habe hier eine Frage. Ich paraphrasiere mal ein bisschen oder eigentlich stelle ich eigentlich eine andere Frage. Aber Thema Datenschutz. Wenn man das Wort Datenschutz hört, ist auch nicht unbedingt sexy, sage ich mal. Nee, bin ich auch nicht dafür zuständig. Was ein Glück. Vielleicht an Sie beide. Wie kann man denn so ein Thema auch spannend machen? Ich meine, das ist ja ein unglaublich reichhaltiges Thema auch. Ich will nicht immer vielleicht so Datenschutz mit trocken und das mache ich nicht und das ist sehr bürokratisch. Wie kann man sowas auch vielleicht politisch, aber vielleicht auch an der Universität einfach spannender gestalten? Es gibt schwierige halt gewisse Frage. Ja, es gibt gewisse Vorgaben und man kann sie ja schon gut ableiten. Also ja, natürlich muss jetzt nicht jeder die Europäische Datenschutzgrundverordnung lesen mit ihren Einzelbestandteilen und Merkmalen und was auch immer. Aber ich glaube, die Quintessenz ist ja so ein bisschen, dass wir so ein paar Pfeiler haben, sowas wie Recht auf Vergessen oder sowas auch eben, wenn ich mal im Gefängnis war, sage ich mal, dass ich danach, dann habe ich meine Strafe gesühnt oder sowas. Und beim Datenschutz ist halt ähnlich, wo ich sage, hey, es gibt gewisse Pfeiler und die haben wir halt in Europa auch lange verhandelt. Teilweise sind sie auf deutscher Ebene ein bisschen nachverschärft, auch noch auf bayerischer Ebene ein bisschen nachverschärft oder noch weiter ausgestaltet. Aber an sich macht es ja super Sinn. Also ich glaube, es ist ja schon so ein Punkt, wenn ihr jetzt eben oder Sie als Studierende sich überlegen, die TU München müsste nicht ihr Leben lang ihre Schuhgröße wissen. Es würde ja reichen, dass Sie einmal studiert haben, da gibt es eine gewisse Vorgabe, wie lange wir das wissen und eben vielleicht, wenn Sie mal einen Rentenbescheid brauchen, dafür dann auch nur so eine Bescheinigung erstellen kann nach, sage ich mal, 30 Jahren, aber dann ist auch gut. Und vielleicht vorher, wenn das Haus abbrennt, was keiner hofft, aber dass wir Ihnen dann vielleicht eine Zweitschrift ausstellen können vom Zeugnis, aber deswegen brauchen wir nicht mehr alle Einzelleistungen oder jede Einzelprüfung auf Wissen, die Sie mal hier an der TU München abgelegt haben. Und das sind schon so Punkte, die ich sage, die sind eigentlich super vernünftig. Es wird halt oft so als, ja, Totschlagargument verwendet, darf ich wegen Datenschutz nicht, und das ist totaler Käse. Ich muss halt gucken, gibt es eine gesetzliche Grundlage oder gibt es eine gewisse Freiwilligkeit und dann muss ich halt gewisse Formalien einhalten, aber die sind eigentlich schon in unserem Sinne und es wurde vor ein paar Jahren ja auch mal kolportiert, ob nicht deutsche Rechenzentren, die eben da auch fit sind, auch ein Exportschlager sein könnten. Und in einigen Bereichen ist es ja schon so, wo man sagt, man hat eine gewisse IT-Sicherheit, man hat einen gewissen Datenschutz auf einem guten Level und kann eben hier dann auch einen sicheren Datenbetrieb anbieten. Und Frankfurt, die haben ja gerade das Problem, dass da viel zu viele Rechenzentren hinziehen, weil sie eben den Backbone haben zum Internet und eben die deutsche Rechtsgrundlage. Und da haben sich auch viele Unternehmen aus dem Ausland dafür entschieden, da mal die Dependance aufzumachen. Halt oft eher internationale Unternehmen, die dann die Dependance aufmachen und keine Gründung, die nach außen geht. Also das ist so ein bisschen, also die kommen schon zu uns und es kommen ja auch viele internationale Studierende zu uns und andere vielleicht kriegen wir es auch andersrum vielleicht noch hin. Ich glaube, dass es auch einen gewissen Wert natürlich hat und dass die
dass es immer wichtiger wird für die Leute, auch im Datenschutz abgesichert zu sein und zu wissen, was passiert mit meinen Daten. Also ich merke schon, dass auch im privaten Bereich da auch was man dann nutzt, die Diskussion, was stelle ich eigentlich zur Verfügung, wenn ich verschiedene Anbieter, auch die jetzt nicht europäisch sind, nutze, wo kommen meine Daten überhaupt hin, bleiben die hier, für was werden die genutzt, warum bekomme ich Werbung, die irgendwie so gut zu mir passt und so. Also diese Fragen stellen sich natürlich immer mehr Menschen. Das heißt auch immer mehr interessieren sich dafür, was passiert mit meinen Daten. Und wenn wir es als Europäer schaffen, es nicht nur als Hemmnis zu sehen, sondern es vielleicht auch als werthaltiges Argument zu sagen, wir bieten Digitalisierung, aber sicher, datensicher, wir versprechen euch, transparent damit umzugehen, was mit den Daten passiert, kann das natürlich ein gewisser Wert auch sein, der im internationalen Kontext auch interessant ist, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass andere Länder da sagen, ja, eigentlich ist mir das völlig egal, was mit meinen Daten passiert, wir haben halt nur nichts anderes vorgelegt bekommen. Also ich glaube, dass grundsätzlich auch der europäische Weg der sein muss, zum einen, also nicht dadurch, dass man schneller in der Technologie ist, weil da wissen wir selber, dass wir das einfach in den letzten Jahren nicht geschafft haben in der Schnelligkeit, aber vielleicht dem Ganzen ein anderes Wertefundament geben, was Datenschutz anbelangt. Auch der ethische Aspekt, gerade wenn wir im Bereich von KI gehen oder so, gut, das ist jetzt mal ein ganz neues Kapitel, aber auch das mehr mitzudenken und nicht nur offen zu lassen und mal dahin plätschern zu lassen. Ich glaube, das ist schon was Interessantes, wo man dem ganzen europäischen Stempel aufdrücken kann, der durchaus auch was wert sein kann. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Studierenden, willkommen zum Ende einer ganz spannenden und interessanten Diskussionsrunde zum Thema Digitalisierung. Digitalisierung gerade auch in Zeiten von Corona. Ich möchte Ihnen beiden, Frau Staatsministerin, Herr Dr. Pongratz, ganz herzlich danken für die Einblicke, die Sie uns heute Abend gegeben haben. Ich muss sagen, mir persönlich hat wirklich dieses Neudenken, dieses neue digitale Denken, nicht mehr zu versuchen, alles in die analogen Schuhe zu packen, sondern wirklich von Grund auf neu zu denken, sehr imponiert. Und ich denke, da ist unglaublich viel Potenzial und noch sehr viel zu holen. Annalena, wie sieht es bei dir aus? Was hat dich am meisten mitgenommen? Ja, ich fand es auch sehr toll, vor allem, dass so viele ethische Aspekte damit dabei sind. Da denkt man, also wie du ja vorhin schon gesagt hast, so Datenschutz, digitale Verwaltung, ist man oft so, okay, ist jetzt nicht wirklich relevant für mich oder interessant für mich, aber da spielt ja doch sehr viel Ethik und sehr viel Werte und Education und alles, hängt ja irgendwie alles zusammen. Das finde ich sehr cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, liebe Studierenden, vielen Dank für euer Interesse. Noch ein kurzer Hinweis, diese jungen Akademiegespräche wird es von nun an in einem regelmäßigen 2-Monats-Turnus geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie und Ihr auch beim nächsten jungen Akademiegespräch dabei wäret. Wir wünschen allen einen schönen Abend und eine erfolgreiche Woche. Tschüss und auf Wiedersehen.